Wenn dich interessiert, was eine günstige und vernünftige Survival- und Bushcraft-Ausrüstung ist, wenn du das gemeinsam mit deinen Kindern oder mit anderen Kindern machen willst, wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen auf der Reine Rost vom Survival Show Problemskund. Schön, dass du dabei bist. Survival und Bushcraft mit Kindern. Und Ausrüstung, was macht das Sinn? Was kann man da brauchen und warum erzähle ich das? Und was befähigt mich überhaupt darüber, was zu erzählen? Nummer 1, warum? Der Sebastian aus Kiel hat mir angerufen und hat mit mir gesprochen über das Thema. Er will mit seinen Kindern rausgehen und weiß noch nicht genau, und was braucht man da und wie soll man das am besten angehen. Und da haben wir telefoniert und ich habe gesagt, ja du, ich mache da ganz einfach ein Video und beschreibe das. Und er sucht auch Gleichgesinnte aus Kiel, dazu aber später. Und was befähigt mich eigentlich, dass ich über Kinder und Survival-Ausrüstung oder Bushcraft-Ausrüstung spreche? Ja, weil ich das auch tue. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da Experte drin bin oder der Beste bin. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ich habe aber Erfahrung mit meinen eigenen Kindern, aber auch mit fremden Kindern, wo ich das ganz einfach kommerziell mache, wenn ich das so sagen darf, bei meinen Survival- und Bushcraft-Trainings. Daher, ich habe schon ein bisschen Erfahrung und mag gleich einmal mit einem anfangen, und zwar ist das Messer. Ja? Also wenn du etwas brauchst draußen, dann ist das meiner persönlichen Meinung nach am Messer. Und glaub mir, auch bei den Kindern, und das ist natürlich jetzt die Frage, wie alt sind sie? Wenn das der Tobias zum Beispiel, mein Zweitgeborener, der ist jetzt 7, der spielt gern mit sowas hier, mit einem Kindermesser. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht genau auf die Produkte eingehen. Unten findest du im Beschreibungstext eine Auflistung von Produkten, die ich dir für Kinder und für Kindersurvival und Bushcraft-Trainings hundertprozentig empfehlen kann, bei mir im Shop und natürlich auch auf Amazon. Und ja, sowas hier zum Beispiel, ein Kindermesser. Und bei dem Kindermesser ist es halt so, dass da meistens noch irgendwie so ein Griff dran ist, dass sie nicht reinrutschen können und die Spitze ist dann nicht gegeben. Aber was wichtig ist, und da habe ich schon einmal ein Video drüber gemacht, das muss scharf sein. Link zu dem Video gebe ich da dort, die Wahrheit über Kindermesser, bin ein bisschen emotional geworden. Wenn du dir 10 Minuten reingeben willst, warum Kindermesser scharf sein müssen, dann ist das ein Video für dich. Also die müssen scharf sein. Oder es kann auch ein günstiges Mora-Messer sein, ja? Sowas hier, ja? Wenn sie dann schon ein bisschen älter sind, ja? Die sind dann ein bisschen älter, da sagen sie, ich will kein Babymesser mehr, sondern ein gescheites, dann kann das so etwas sein. Wichtig ist, dass die Trümmer scharf sind. Und egal ob Mädel, egal ob Bub, das hat eine magische Anziehungskraft, so ein Messer. Weil es auch ein Teil an Verantwortung ist, das man übergibt. Man muss natürlich über die Messerregeln sprechen. Man muss sagen, okay, das ist kein Spielzeug, du kannst dich und andere damit verletzen und sogar töten. Und da kann das Wort auch tot sagen, ja. Und wenn die Kinder das nicht aushalten, dann stimmt sowieso irgendwas nicht, ja. Weil manche auch sagen, man darf nicht über tot reden mit Kindern. Ja, okay, ja. Wird uns alle mal treffen, ne? Daher. Es muss ihnen bewusst sein, dass das gefährlich ist, aber dass genau diese Gefahr auch eine Chance ist, kreativ zu sein, etwas zu tun, eine Spitze zu machen, einen Stock, einen Speer, dass sie selbst kreativ sein können, dass man selbst etwas erschafft, aus einem Stück Holz was Cooles macht. Yeah! Magische Anziehungskraft, nicht nur aus dem Grund, sondern auch mit der Verantwortung. Also ich kann mich erinnern, als ich mein erstes Messer am Gürtel hatte als Kind, da war ich dann auf einmal wer, weißt du, das ist ein Statussymbol. Ja, wirklich, wirklich. Und das kann man jetzt wegerziehen und man kann sagen, Statussymbole sind schlecht und Menschen, die Statussymbole sind schlecht. Jeder hat es und auch die, die sagen, ich brauche keine Statussymbole, haben es in irgendeiner anderen Art und Weise. Gegenstände sind auch ein Symbol. Vielleicht nicht für den Status, aber für etwas anderes. Ein Kreuz oder was auch immer ich mir umhänge, ist auch ein Zeichen, ein Symbol. Gegenstände sind Symbole. Daher, die Kinder brauchen das und ich kann da, wie gesagt, bei kleineren Kindern solche echten Kindermesser oder dann später ein günstiges Mora-Messer. Das kostet 5 Euro oder so, ja, also bitte. Ja. Und absolut scharf, absolut genial, also sowas brauchst du. Sag ganz einfach, sowas brauchst du. Das ist einmal Nummer 1. Dann Nummer 2. Ich würde, wenn ich du wäre, auch eine Säge mitnehmen. Ich kann dir Baco 100.000%ig empfehlen. Ich liebe diese Sägen. Du kannst auch eine Silke nehmen und was auch immer. Nur die Baco hat bei Kindern einen ganz einen großen Vorteil. Welchen? Die ist nicht kaputtbar. Du kannst sie nachschärfen, du kannst sie leicht wieder einbiegen. Die bricht nicht so schnell und bippi fein. Wenn du eine Silke hernimmst um 50 oder 60 Euro und die sägen so und das heißt, Silke ist eine Zugsäge und beim Nachvor machen sie Druck und sie bricht dir da ab, dann wirst du vielleicht ein bisschen ins Weinen anfangen, speziell wenn du günstige Ausrüstung suchst. Nimm ein Baco, die kannst nachschärfen, die ist einfach super und yeah! Eine Säge ist cool,
beim Bushcraften und beim Survival-Training. Im Endeffekt geht es ja dabei nur darum, dass sie etwas tun, dass sie draußen in der Natur sein können. Das nächste ist irgendeine Art von Kocher. Und wenn du dich traust, kann es ein Hobokocher sein mit einer offenen Flamme und ja, gefährlich. Ja, wenn du aber wild campst sozusagen, dann ist es vielleicht gescheiter, keine offene Flamme zu machen und es nicht mit einem Hobo zu machen. Und wenn du das nicht willst, dann nimm einen Gaskocher oder einen Esbit-Kocher oder einen Gel-Kocher. Ich gebe da auch unten den Link dazu. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge. Und irgendeinen Becher dazu. Ich habe jetzt hier diesen Tatonka-Händelmark. Ja, da war ich übrigens mit meinem Sohnemann draußen. Da haben wir Kastanien und Eicheln und Nüsse und Bucheckern gesammelt. Und mit dem kochst du. Und das dürfen sie dann auch nehmen und hinstellen und ja, einen Tee damit kochen. Und da kannst du Sachen mitnehmen. Oder wenn du ganz cool bist und wenn du dich traust, wenn du dich traust als Großer sozusagen, dann nimmst du sowas hier mit. Bücher. Ja, weißt, Survival-Training sagt man immer, nein, das muss auf hart sein, geht auf cool und so. Ja. Na, nimm Bücher mit, ja. Ich kann dir das hier ans Herz legen. Die schauen mittlerweile schon anders aus. Diese BLV-Taschenführer, die sind klein, leicht, cool und mit denen bestimmst du gemeinsam mit ihnen Pflanzen und du kannst ruhig zugeben, dass du das nicht genau weißt. Weißt, wenn der Tobias zu mir kommt oder ein Kind bei einem Training oder auch schon ältere, ich mache auch mit Schulklassen eine ganze Woche, Projektwoche nur draußen. Grüße an die Manu, vielleicht sieht sie das jetzt gerade, gell? Kannst dich noch erinnern, im Mai eine ganze Schulklasse, also zwei Schulklassen, haben wir draußen gemeinsam mit den Lehrern von Montag bis Freitag im Zelt geschlafen und haben Outdoor-Aktivitäten gemacht. Und da kommen die her und sagen, hey, was ist denn das? Oder hey, wie geht das? Und da musst du die Größe haben, wenn du die Größe hast, zu sagen, scheiße, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich bin ja keine Müllalte, die alles weiß. Aber ich habe eine Idee, wo wir nachschauen könnten. Genau. Weil dann zeigst du ihnen nämlich auch gleich Strategien und zeigst ihnen, wir sind nicht, die Großen sind nicht allwissend, ja, sind wir nicht. Und, aber wir haben Lösungsstrategien und dann kannst du ihnen zeigen, dass man in einem Buch nachschauen kann und herausfinden kann, was das ist. Und wenn du die Lösung nicht findest, weil man die Pflanze halt zufälligerweise nicht findet, dann ist es halt so, dann sucht man die nächste. Aber mit so einem Bestimmungsbuch kann man auch Freude haben. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel, was nehmen wir, einen Schierling nehmen wir nicht und eine wilde Möhre ist auch zu gefährlich. Na, Sakra, finde ich jetzt was. Ein Schöllkraut auch nicht. Eine Königskerze. Ja. Wir finden eine wunderschöne Königskerze und nehmen die Blüten runter. Wir nehmen die Blüten runter und der Hund ist auch ein Kind sozusagen. Psch, alles gut, Fuchsi. Und machen uns dann draußen einen Tee aus Königskerzenblüten und kosten den und finden ihn gut oder nicht oder geben nur einen Honig dazu oder nicht. Du weißt, was ich meine. Dass du einfach die Natur erlebbar machst. Denn Überleben in der Natur und Bushcraft hat etwas mit Naturnutzung zu tun. Und du kannst dich entweder raussetzen und eingraben und sagen, ich mache alles nur mit meiner Ausrüstung und will mit dieser Natur eigentlich gar nicht so richtig interagieren. Oder du willst interagieren und willst ihnen das zeigen, dann ist so ein Buch gut. Muss aber nicht nur Pflanzen sein. Das ist das Buch von Tobias, das hat er diesen Sommer bekommen. Das liebt er heiß, weil er Schmetterlingsliebe aufgebaut hat. Und jetzt fliegt da irgendein Schmetterling vorbei und und ich, ja, keine Ahnung, was das ist. Ja, Hund bellt schon wieder, gell? Fuchs, ist alles gut, das bin ja, ist ja nur das Herrliche. Wie auch immer, psch, 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 psch. Dann fliegt da ein Schmetterling vorbei und dann schauen wir nach, was das war. Oder die Raupen dann dazu. Da hat er dann extra Raupen, weil er draufgekommen ist, dass aus den Raupen schöne Schmetterlinge wird. Da haben wir die Raupen gerettet, damit die solche Dinge zu tun, das ist auch Survival Training, das ist auch Bushcraft Training, auch wenn es nicht direkt etwas mit Sägen, Hämmern und Feuermachen zu tun hat. Oder das Buch kann ich da auch empfehlen, was blüht denn da, der Fotoband, das ist richtig, richtig schön anzuschauen. Oder Schleichwerbung natürlich, mein Buch, die 600 Survival Tipps, das ist auch natürlich cool, ab einem gewissen Alter für die Kinder, das hat jetzt sein müssen. Nimm diese Bücher mit raus, aber leg sie auch daheim irgendwo hin, wo sie immer wieder präsent sind. Wo sie an den Büchern vorbeigehen oder mal durchblättern. Und schau, was ihnen gefällt. Vielleicht hast du ein Kind, das voll auf Spinnen abfährt. Kauf ein Spinnenbuch. Oder Reptilien, Frösche, oh ja, Frösche, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie dein Kind drauf ist. Magst Pflanzen oder nicht, ja. Aber du kannst mit Büchern ihnen zeigen, dass sie auch ohne Mentoren, die ihnen alles zeigen, selbst autodidaktisch etwas tun können. Und das macht einen unabhängig, das macht einen selbstständiger und das ist auch Sinn vom Survival Training, finde ich zumindest. Gut, was man auch braucht und wie gesagt, Link findest du unten, sowas hier, eine Matte zum Draufsitzen.
Genauso wie eine Plane, irgendein günstiges Stab oder eine Bauplane von mir aus, die du dir beim Hornbach, beim Obi oder wie auch immer die bei dir daheim heißen, diese Baumärkte. Kauf deine Bauplane, 3x2 Meter, die kostet 5 Euro mit ein bisschen einem Paracord oder es muss nicht immer alles Paracord sein, irgendeine normale Schnur, die darf auch rot sein. Und du gehst raus mit den Kindern und spannst irgendwo im Wald, irgendwo an einem schönen Platz, spannst das auf, setzt euch da unten hin, kocht was, lauft ein bisschen herum, tut ein bisschen schnitzen, findet es ganz einfach raus und genießt die Natur auch. Und für dich jetzt auch, du brauchst da keinen Druck haben, sondern einfach nur ganz, ganz locker, gehst ganz, ganz locker an. Dann einen günstigen Rucksack, gebe da auch unten einen Link dazu. Wenn du einen günstigen Rucksack suchst, wirklich günstig, aber mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, kann ich da die Firma Essel zum Beispiel empfehlen. Das ist wirklich ein günstiges Einsteigermodell, kann aber trotz alledem alles. Wenn du sagst, nein, ich brauche mehr so ein bisschen taktisch und so ein bisschen mehr auf cool, dann Tasmanian Tiger, 511, nach oben hin gibt es ja keine Grenze, aber mit einem Essel-Rucksack oder für ein Kind ein ganz normaler, klassischer Wanderrucksack und du bist dabei. Ja, wo ihr die Sachen reinpacken könnt. Natürlich Kleidung, Regenponcho, solche Dinge, ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Das ist einmal eine Basisausrüstung. Also ein Dach über dem Kopf und etwas, wo ihr drauf sitzen könnt. Ein Becher und irgendeine Art von Kochvariante. Und damit ihr natürlich, und das ist ohnehin ganz klar, ein Feuer machen könnt, irgendeinen Feuerstall. Ich habe jetzt natürlich wieder mit Schleichwerbung den letzten Feuerstall deines Lebens. Da fliegt gerade ein Wespenbussard über mich drüber. Finde ich immer wieder ganz spannend. Ja? Auch der Tobias findet das spannend, wenn er dann im Buch nachschauen kann, ob das anhand der Flugbilder, was das für ein Vogel war. Aber auch egal, auch egal. Und der Fuchsi meldet es mir natürlich, dass da jetzt der Bussard oben drüber fliegt. Fürchterlich. Aber so ist die Welt. Ich habe jetzt natürlich den letzten Feuerstall deines Lebens, den XXXL-Feuerstall dabei. Der ist aber... und ernsthaft, der ist für Kinder wirklich top. Wirklich top. Warum? Weil er groß ist, weil sie, umso kleiner, wenn du ihnen das von meinem Multitool zum Beispiel nimmst, habe ich jetzt nicht da, das ist ein kleiner Notfallfeuerstahl. Da wirst du alt dabei, speziell wenn du mit Kindern das einmal ausprobieren willst, wenn du ihnen eine Freude machen willst, dass die Sachen auch funktionieren. Es muss nicht immer alles gleich funktionieren und soll auch nicht gleich funktionieren. Aber irgendwann sollen sie halt dann einmal... umso kleiner sie sind, umso schneller soll das passieren, einen Erfolg sehen, weil sonst wird es ganz einfach schwer. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist das, umso größer der ist, umso einfacher kann man den dann natürlich auch bedienen. Wenn du nur so eine kleine Fläche hast, die du einsetzen kannst, ist das was anderes, als wenn du ja, machen kannst. Da gehen Dinge schneller an. Das heißt, so etwas kann ich da natürlich empfehlen. Klar, gibt es bei mir im Shop. Aber du kannst da natürlich auch einen Light My Fire Army 2.0, gebe ich da auch unten den Link, der ist ungefähr so lang. Die sind auch super. Aber nimm nichts zu Kleines und zu Dünnes, sondern etwas, was man wuchtig in der Hand haben kann. Ja, das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass du mit der Opinel Klappsäge arbeitest, die ich auch gerne habe und die auch bei Kindern gut ankommt. Ist auch eine Möglichkeit. Aber Baco würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Ein paar Bücher nimm mit, schau ganz einfach, speziell Pflanzenbücher, da kannst du selbst auch noch etwas lernen und kannst gemeinsam mit deinen Kindern, wenn du noch nicht so weit bist, die Natur und die Pflanzen entdecken. Und wenn dir das am A vorbeigeht und du sagst, das interessiert mir alles nicht, ja, dann nimm halt kein Buch mit, ja, dann lass es gut sein. Muss nicht, es wäre nur ein Tipp gewesen, weil ich das immer wieder höre, Bücher interessieren mich nicht, ist auch okay. Messer, Säge, Unterlagsmatte, ein Topf zum Kochen, mehr oder weniger groß, mit einem kleinen bisschen am Becher dazu, ein Dach, was zum Draufsitzen und du bist dabei. Wie viel wird, natürlich in einen Rucksack einpacken, das ist ganz klar, wie viel wird das kosten? Also du musst dir nicht alles auf einmal kaufen und man braucht nicht, um ein cooles, nachhaltiges und schönes Erlebnis mit den Kindern zu haben, viel Geld investieren. Was du investieren musst, das ist deine Zeit. Und da reicht es manchmal, wenn man mit gar nichts rausgeht. Einfach. Ja, aber natürlich, ja. Wenn du was kochen willst, dann brauchst du das. Aber was wird das ungefähr kosten? Ich schätze jetzt so, dass du unter 100 Euro auf jeden Fall bleibst, wenn du dich an das hältst. Link zu den Produkten findest du unten. Schau dir das ganz einfach an. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten. Wie du das siehst, diese Sache ganz einfach angehen wirst, was du als Ausrüstung mit deinen Kindern draußen hast, wie du das siehst, da mag ich dich drum bitten. Ich sage auch noch einmal, der Sebastian, Dankeschön für das Telefonat und für deine Anregung.
so ein Video zu drehen, das habe ich jetzt sozusagen gemacht, auch für dich und für alle anderen. Wenn du mit dem Sebastian aus Kiel in Verbindung treten willst, er sucht Gleichgesinnte, mit denen er auch mit den Kindern eben rausgehen kann zum Bushcraften und zum Survivalen. Da oben im hohen Norden habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber wenn du mit ihm in Kontakt treten willst, ja, dann melde dich ganz einfach. Unten findest du die dazugehörigen Informationen, wie du mit dem Sebastian aus Kiel in Verbindung treten kannst. Kannst du ganz einfach tun. Ich mag dich um ein Abo bitten. Da gibt es ein paar andere Videos zum Anschauen. Daumen oben oder unten. Unten der Link zum Produkt. Danke, Sebastian. Alles Gute auf deinen weiteren Weg. Dein Reini Ross von Bis bald. Ciao.